Sidney! Mario! Hallo! Ich sage auch Hallo zu einem neuen Haupt-Let's Play. Es ist ja schon eine Weile her, ne? Vor 4 Jahren hatte ich Super Mario 64 Let's Played. Meiner Ansicht nach mein bestes Let's Play. Ich hatte so viel Spaß, so viel Enthusiasmus. Ich hab's mir erst gestern wieder im Schnelldurchlauf angeschaut. Und es ist nicht zu toppen. Dennoch möchte ich eine extremere Variante von Super Mario 64 spielen. Den Super Mario 64 Randomizer. Hier hatte ich einen missglückten Aufnahmeversuch. Das können wir gleich mal löschen. Ja, ich hatte schon ein paar Runs, die ich nicht nehmen wollte. Dieses Let's Play ist nämlich glücksabhängig, so viel kann ich sagen. Ich hatte sogar die Zahl 11111 bei dem Seed hier. Man kann eine Zahl zwischen 0 und 65.535 bekommen. Ich werde hier keine eingeben, ich lasse den Zufall entscheiden. Und als ich halt die 5 Einsen hatte, dachte ich, wie geil ist das denn für ein Let's Play, so eine Zahl zu erwischen. Aber nein, es hätte schlechter nicht sein können. Denn, hi Schild hier übrigens, ich konnte nur zwischen zwei Welten hin und her springen, ich konnte nirgendwo anders hin. Das war ein Totalausfall. Unsere Glückszahl ist die 13893. Da steckt die 13 drin, ich bin nicht abergläubig, aber oh oh. Nun sind alle Welten vertauscht und fast alle Objekte. Und das ist mies. Nein, das will ich gar nicht. Nö, neuer Seed, kannst du vergessen. Das ist jetzt schon, ey. Wenn ich in der ersten Welt zu einer Spezialwelt komme, kann ich nichts machen. Jetzt seht ihr auch live im Let's Play, wie sowas nicht funktionieren kann. Denn wie soll ich denn Sterne sammeln, wenn ich sowas habe? Was habe ich jetzt? 15949, ich hoffe, das ist besser. Ich will zumindest, wenn ich die erste Welt betrete, irgendwas haben, wo ich auch Sterne sammeln kann. Hallo? Das war schon mal ziemlich doof. Die Idee kommt übrigens nicht von mir, sondern von einem anderen laufenden Let's Play von Mythos of Playing. Oh, die 13. Da fand ich das so witzig, dass ich mir dachte, das will ich auch machen. Okay, da ist eine Box im Wasser. Da könnte ein Stern drin sein, aber ich weiß nicht so recht. Alle Sterne, die man offen bekommen kann, sind auch weiterhin offen. Und alle, die in Boxen sind, sind weiterhin in Boxen, nur eben an anderen Stellen. So ist erstmal das grundlegende Prinzip. Bei einem missglückten Aufnahmeversuch übrigens hatte ich 8 Sterne in 15 Minuten. Und dann ging es aber sehr schnell nicht mehr weiter. Ich kann für dieses Let's Play nur hoffen, dass ich einen Seed habe, das war toll, wo ich wirklich schnell an Sterne komme und leicht vor allem. Ich habe kein festes Ziel. 120 Sterne zu bekommen ist unmöglich, das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich will zumindest versuchen, so viel wie möglich zu sammeln für das Let's Play. Hier haben wir den ersten. Ich hoffe, einer von vielen. Und da habe ich noch einen Schatten gesehen. Da sollte es also noch einen anderen einfachen geben. Ihr seht übrigens, jedes Mal, wenn ich ein Leben verliere oder einen Stern bekomme, lande ich bei dem Porträt, wo eigentlich das Level wäre. Sprich, wenn ich in Welt 4 geschmissen werde, lande ich auch beim Bild von Welt 4. Und jetzt haben wir gerade eine Spezialwelt. Hier sind die roten Münzen auch erstmal unterschiedlich gelegt. Ich hoffe wirklich, dass das ein guter Seed ist, ey. Wenn man saulucky ist, dann hat man Welten, wo irgendwie 3 Sterne auf einem Fleck sind, wo man also gar nichts machen muss. Übrigens, ihr habt auch gesehen, dass die Sterne durchnummeriert sind, damit man immer weiß, welche Mission das ist. So kommt man also nicht extrem durcheinander. Was man jetzt noch konkret machen muss. Denn manche Missionen muss man vom Prinzip immer noch gleich machen. Zum Beispiel Gegner besiegen oder irgendwelche Dinge sammeln oder was auch immer. Und damit man halt weiß, was noch zu tun ist, sind die Sterne nummeriert. Hier jetzt natürlich nicht, weil es nur einen gibt. Oh! Was ist denn hier los? Hallo Toads.
Irgendeiner von euch gibt mir doch auch einen Stern, ne? Auch hier kann ich was Tolles berichten. Ja, ich hatte leider ein paar Fails. Hier war ein Toad im Aquarium. Es war auch famos. Ich möchte noch nicht in das Gemälde. Ich will mal gucken, was hier in diesen Löchern ist. Und falls man sich jetzt denkt, Junge, warum hast du so viele Aufnahmen einfach nicht gezeigt? Was soll ich da zeigen, wenn ich einfach irgendwann nirgendwo mehr rein kann, wenn alles dicht ist? Oh, hallo. Dann gehe ich halt nicht in so ein Loch, wenn ich nicht reinkomme. Was ist die Hauptwelt? Oh, die Wüstenwelt, ey. Autsch. Ah. Ja gut, das war auch easy. Habe ich schon erzählt, dass die Spawnpunkte immer anders sind? Jedes Mal, wenn man eine Welt betritt, kommt man woanders hin am Anfang. So, was ist hier? Es ist... Oh, das passt ja eigentlich ganz gut, dass das Geisterhaus in so einer Wand drin ist, oder? Schauen wir mal, was wir hier auf Anhieb entdecken. Ah, sehr schön, das große Auge. Ja, das ist zum Beispiel auch geblieben. Man muss ja so ein großes Auge besiegen, um den Stern zu halten. Und hier ist das ebenfalls so. Der zwischt ins Innere des Hauses. Ja, die Sterne springen auch munter irgendwo hin. Ah, das ist eine rote. Moment mal. Ich weiß jetzt nicht konkret, in welches Zimmer der geflogen ist. Verdammt. Das ist das. Oh. Da ist er. Ja, ich sag doch, ne, das kann flott gehen am Anfang. Ich hab jetzt schon 4 Sterne in nicht mal 7 Minuten. Am Anfang ist das auch einfach. Irgendwann hast du einen Punkt, wo du gar nicht mehr klarkommst. Ich zumindest hatte das bei meinen Aufnahme-Fails mit diesem Spiel. Und das konnte ich so einfach nicht zeigen. Es ging nicht. Aber jetzt läuft es noch ganz gut und ich bin auch guter Dinge, dass es so bleibt. Hey, die Welt hatte ich noch gar nicht im Randomizer. Die kam nirgendwo dran. Falls man sich jetzt fragt, wie viele Fails hatte ich schon? Ja, bestimmt so 5. Manche davon aber auch wirklich nur, ich gucke in eine Welt, sehe, das passt nicht und habe resettet. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt hier seit 10 Stunden schon probiere und es nicht klappt. Nein. Abgesehen davon, es ist ja nicht so, dass ich mich hier irgendwie spoilere oder so. Es ist ja jedes Mal anders. Jeder Run ist komplett unterschiedlich. Ich kann mir hier gar nichts vorwegnehmen von dem Spiel. So, ich würde jetzt wirklich gerne mal in so einen Schacht da rein. Oh Gott. Meine Sprünge wollen noch nicht so. Oh. Ey, das war fast gut, Mario. Geil. So, was haben wir hier? Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Wobei, also prinzipiell ist es gar nicht mal so blöd, denn hier kann man ja den grünen Schalter aktivieren. Wenn ich ihn finde. Aber das Ding ist halt, jedes Mal, wenn ich jetzt dieses Loch betrete, lande ich hier. Und das muss nicht unbedingt sein. Ja gut, die roten Münzen schenke ich mir erstmal. Wie er sich dreht. Aber naja, dann schauen wir doch mal, was hier ist. Statt Hazy Maze Cave haben wir... die zweite Bowser Stage. Na, vielen Dank auch. Das ist hart. Ich probiere es erstmal. Oh, scheiße. Oh, no. Hier rein? Okay. Bin ich überhaupt richtig rumgelaufen? Ich glaube, ich bin rückwärts gelaufen. Kann das sein? Was auch immer. Mamma mia. Was ist hier? Das Gute an diesem Seed ist, ich komme zu sehr vielen verschiedenen Welten. Damit kann man arbeiten. Und nicht sowas wie die 5 Einsen, wo ich wirklich nur zwischen 2 Welten switchen konnte und alles andere war dicht. Das ging ja gar nicht. Und ich hatte mich so gefreut, ey. So eine schöne Schnapszahl. Here we go! Ja, ich glaube, Welt Nummer 12 hat viele Sterne, die offen rumliegen. Das ist einfach. A breathtaking view. Ja, also, das war ein unfassbarer Anblick. Den Stern dort leicht zu erhalten. Was ist hier? Wir gucken munter, flockig durch. Welt Nummer 10. Babalababam, ich bin gut dabei.
6 Sterne sind schon mein. Aber jetzt muss ich erstmal hier rauskommen. Ich will nicht mehr baden. Hallo. Ich hab genug hier badet, ja. So. Na gut. Also, was sehe ich hier auf Anhieb? Noch nicht so wirklich was. Viele Boxen. Da könnte was drin sein, theoretisch. Wenn ich die mal bekomme. Den krall ich mir. Sau gut. Ey, ich könnte meinen Rekord überbieten, ne? 8 Sterne in 15 Minuten sind drin, ne? Auch hier. Rein da. Hier haben wir, oh mein Gott, Welt Nummer 15. Den brauche ich, den brauche ich, ey. Ich muss irgendwie diesen Dreifachsprung schaffen, oder hier? Was da drin? Okay, ein Leben. Nehme ich auch, nehme ich auch. Ich brauche das Leben. Und jetzt irgendwie hier. Oh Gott, ich muss einen Dreifachsprung schaffen. Oh Gott, voll reingejumpt, ey. So wollte ich das nicht machen, aber der merkwürdige Salto hat's gebracht. Ich sehe, ich komme zu sehr vielen Orten. Jetzt kann ich hier rein oder bei der Uhr oder auf die gegenüberliegende Seite dort. Ja, also das ist ein Seed, der mag mir zugefallen. Den nehmen wir. Das ist unsere Glückszahl hier. Was war das? 15949. Das Ding ist nämlich, wenn ich Game Over gehe oder resette, dann ist der Seed bei 00000. Und das will ich nicht. Deswegen muss ich mir merken, was es in der Zahl ist für solche Fälle. Sind wir in der ersten Welt? Das ist gut. Hier werde ich ja wohl auch was Leichtes bekommen, oder? Sehe ich schon irgendwas? Hier sehe ich noch gar nichts. Da gibt's etwas. Also der der König ist nicht hier, der wird auch irgendwo in der Welt sein. Und das läuft richtig gut, das gefällt mir. Damit sollte man echt was machen können. Perfekt. Ganz ehrlich, falls das hier richtig gut läuft und ich sehr schnell durchkomme mit diesem Run, dann wäre ich sogar bereit, noch einen zweiten zu machen, weil das so viel Spaß macht. Und es ist ja wie gesagt immer anders. Also hier kann man wirklich eine ganze Menge raushauen mit. Kaum mache ich wieder Haupt-Let's Plays, kommt sowas, ne? Oh, scheiße. Oh, Mann. Was war hier nochmal? Hier war... Ah ja, okay. Coco Mountain. Ich habe Riesenspaß. Denn bisher ist der Seed sehr gnädig mit dem, was er mir hier ausspuckt. Okay, 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 okay. Irgendwie gerettet. Ja, wir rutschen ein wenig rum. So. Sterne irgendwo hier. Noch sehe ich nichts. Ich müsste eigentlich runterrutschen, ne? Aber ist egal. Ich laufe gerade hoch. Komm, 10 Sterne in der ersten Folge. Schaffe ich doch wohl, oder? 10 Sterne in der ersten Folge. Klingt das vernünftig? Hier kann man doch mal rutschen. Warum nicht hier rutschen? Oh, rein da. Ich glaube, das ist auch gleich geblieben. Sollte ich die Rutschbahn schaffen, dann kommt der Stern hier ganz normal. Eigentlich dürfte das so sein. Oh, wow, wow, wow. Die Abkürzung nehme ich jetzt mal nicht. Oh, Alter! Übertrieben. Ja. Easy zum Ziel geschlittert. Ha, hallo Schild. Habe ich einen Stern? Moment mal. Klar, der wäre ja auch offen. Ach so. Hier ist er. Gut, der kommt erst, sobald ich rauslaufe. Ich verstehe. Gut, jetzt muss ich aber auch irgendwie zu dem Haus da hoch. Nicht da runterfallen. Da ist er. Und das war Folge Nummer 1. Mehr kann ich heute nicht aufnehmen. Das Lustige ist,
beim Super Mario 64 Let's Play damals hatte ich auch nur eine Folge aufgezeichnet und danach sofort die erste Aufnahme beendet. Und so ist es wieder. Ich bin sowas von gespannt, wie das hier weitergehen wird. Ihr sicherlich auch. Bis zum nächsten Mal, was schon morgen sein wird natürlich. Ciao.